Es hilft nicht, das Recht auf seiner Seite zu haben. Man muss auch mit der Justiz rechnen. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Mit diesem Zitat eines bekannten deutschen Kabarettisten wäre eigentlich schon das Wichtigste für den Einzelplan 04 des Haushaltsentwurfs 2020 gesagt. Denn jedes Kind versteht, weshalb man eine funktionierende Justiz für einen funktionierenden Rechtsstaat benötigt. Und da liegt einiges in Argen. Sehen wir uns einfach mal die Fakten an. Die durchschnittliche Verfahrensdauer an den Landgerichten hat wie folgt zugenommen. Im erstinstanzlichen Verfahren von 7,9 Monaten im Jahr 2010 auf 10,3 Monate im Jahr 2018. In der Berufung 2009 von 5,8 Monaten auf 6,7 Monate im Jahr 2018. Bei Strafverfahren sieht es bei weitem nicht besser aus. Im erstinstanzlichen Strafverfahren hat die Verfahrensdauer von 7,9 Monaten im Jahre 2009 auf 8,2 Monate im Jahr 2018 zugenommen. Die Verfahrensdauer im Berufungsverfahren von 4,1 Monaten in 2010 auf 5,1 Monate im Jahr 2018. Dies, meine Damen und Herren Kollegen, ist insbesondere für die Opfer eine Zumutung. Insgesamt klafft also eine erschreckende Lücke von knapp 350 Vollzeitrichterstellen bei der ordentlichen Gerichtsbarkeit. Wie sieht es bei den Verwaltungsgerichten aus? Wegen Ihrer Politik der offenen Grenzen ächzt diese Gerichtsbarkeit unter den anhängigen Asylverfahren. Das ist kein Geheimnis. Und gerade deshalb hat auch hier die Verfahrensdauer in Haupt- und Eilsachen erkennbar zugenommen. Dieses Problem soll nur durch Abordnungen gelöst werden. Und das ist der Anfang vom Ende und reine Augenauswischerei. Fragen Sie doch einmal die Richter, ob sie in ihren Stammdienststellen nicht auch dringend benötigt werden. Meine Damen und Herren, hier werden nicht die Probleme bekämpft, sondern wieder lediglich die Symptome. Zu alledem kommen nun auch Abordnungen an den Verfassungsgerichtshof aufgrund der seit diesem Jahr eingeführten Individualverfassungsbeschwerde. Wir haben schon damals im Rechtsausschuss darauf hingewiesen, dass der veranschlagte Personal- und Mitteleinsatz nicht ausreichend sein wird, von der nicht zureichenden räumlichen Situation ganz zu schweigen. Ähnlich trübe sieht es bei den Staatsanwaltschaften aus. Dort ist seit Jahren eine Zunahme an Verfahrenseingängen zu verzeichnen. Die durchschnittliche Dauer der Ermittlungsverfahren hat auch dort zugenommen. In der Folge reichen die von Ihnen im Haushalt vorgesehenen Stellen natürlich vorn und hinten nicht. Warum? Die potenziellen Kandidaten nehmen doch lieber Positionen in der Wirtschaft an. Dort verdienen sie zum einen auskömmlicher und müssen sich nicht die engen Dienstzimmer mit ihren Kollegen teilen. Meine Damen und Herren Kollegen, kommen wir zur nächsten großen Baustelle im Einzelplan 04, dem Justizvollzug. Und der ist mit besonderen Problemen ausgestattet. Die Zunahme von nichtdeutschen Gefangenen ist allen bekannt und stellt neue Anforderungen an unsere Justizvollzugsbeamten, nicht nur sprachliche Barrieren, religiöse Barrieren, da gibt es noch andere Sachen. Die Justizvollzugsbeamten stellen mit ihrer Arbeit das Rückgrat unserer Justiz dar. Wir als AfD wissen inzwischen und Sie als Altparteiler müssten schon länger wissen, dass in den nächsten Jahren viele lebensältere Bedienstete in den Ruhestand gehen werden. Schon jetzt dringt aus dem Vollzugsdienst, dass unterhalb des Ersatzbedarfs ausgebildet und diese Problematik in den nächsten Jahren deutlich zunehmen wird. Deshalb müssen wir hier ansetzen und eine hohe Anzahl an Beamten im Vorbereitungsdienst sicherstellen, was kaum gelingen wird bei der geradezu schäbigen Besoldung. Ich wage die Prognose, dass es Ihnen nicht gelingen wird, die von Ihnen geschaffenen Planstellen mit Leben zu erfüllen. Und da stehe ich auch nicht ganz alleine. Das sehen andere auch so. Schieben Sie lieber Leute ab, die hier nichts zu suchen haben und die Haftanstalten füllen. Dann würden Sie nicht nur das vorhandene Personal entlasten. Aber dazu fehlt Ihnen leider der Mumm. Und dann greifen Sie vielleicht auf Ideen zurück wie von den Grünen. Wir werden alles entkriminalisieren, Schwarzfahren, Rauschgift, Konsum, Diebstahl, das wird alles entkriminalisiert und die Bürger werden dann diesen Verfahren ausgesetzt, diesen Taten. Ich gebe Ihnen mal was mit. Vielleicht
entkriminalisieren Sie, das ist vielleicht nicht ganz technisch, Ordnungswidrigkeitenverfahren. Lassen Sie doch einfach schnell fahren, falsch parken, mal einfach wegfallen, sparen Sie da Ihr Personal, ja, hat mit Justiz nicht so viel zu tun, aber spart auch, nichtsdestotrotz, auch Ihnen fehlt hier natürlich neben Geld und Sachverstand, es fehlt wie immer an Mannstärke zur Umsetzung. Ich ende mit Theodor Fontane aus der Brück am Tei. Tant, Tant ist das Gebilde von Menschenhand, genau wie Ihr Haushalt, und wir stimmen deshalb dagegen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank, Herr Röckemann.